Es wird schon fast zur Gewohnheit. Zum dritten Mal schon haben die Organisatoren heute eine Änderung der Etappenlänge angesagt. Die vierte Etappe von Fiambala nach Copiapo, die die Rallye Dakar dieses Jahr zum ersten Mal in chilenisches Territorium führt, wurde heute von 203 auf 163 Kilometer verkürzt. Zahlreiche Teilnehmer sind gestern Abend sehr spät ans Ziel gekommen, denn die Überquerung der Anden war eine sehr beschwerliche Sache. Und der Start wurde heute früh deshalb von 4 Uhr auf 5.30 Uhr verlegt. Für die Zweiräder startete die Spezialetappe heute daher gegen 11.30 Uhr. Es war Marc Coma, der sich heute mächtig ins Zeug gelegt hat. Der Titelverteidiger hat mit 40 Minuten Rückstand auf den führenden Cyril Depré keine Wahl mehr und muss unbedingt angreifen, um noch auf einen dritten Erfolg bei der Rallye Dakar hoffen zu dürfen. Coma, der als Neunter an den Start ging, hat dann auch die gesamte Etappe über angegriffen und ist auf der Strecke an einigen seiner Rivalen wie Street, Manca und Duclos vorbeigezogen. Der Katalane erringt damit seinen 9. Etappensieg bei einer Rallye Dakar und macht mit 2 Minuten und 4 Sekunden Vorsprung auf den 2. David Gasteux und 3 Minuten und 14 Sekunden Vorsprung auf den 3. Cyril Depré etwas Zeit auf die Führenden gut. Coma rückt in der Gesamtwertung 3 Plätze nach vorne und liegt jetzt an 6. Stelle, jedoch immer noch 39 Minuten hinter dem führenden Cyril Depré. David Gasteux ist mit 8 Minuten und 53 Sekunden Rückstand auf Depré 2. Man kann nach dieser Etappe auf jeden Fall sagen, dass mit Vorjahressieger Coma noch zu rechnen ist. Bei den Geländewagen war die Etappe etwas harter umkämpft und neben BMW und Volkswagen, die das Geschehen seit dem Start der Rallye in Buenos Aires unangefochten bestimmt haben, traten auf den etwas weiteren Pisten Chiles auch Außenseiter wie Robbie Gordon hervor. Der als Geheimtipp gehandelte Amerikaner hat heute allen gezeigt, dass er, wenn er Platz hat, mit den Besten mithalten kann. Zu seinem Können kam dann auch noch ein Quäntchen Glück, denn am Schluss gewinnt er die Etappe auf seinem Hammer mit nur einer Sekunde Vorsprung auf Stéphane Peterhansel. Flaches Gelände und Kamelgras scheinen Gordon zu liegen, denn seinen letzten Etappensieg hatte er 2007 in Mauretanien schon auf ähnlichem Gelände erfahren. In der Gesamtwertung bleibt alles beim Alten. Stéphane Peterhansel liegt immer noch vorne und ist nach Nani Romas Aufgeben gestern die einzige Siegeshoffnung für das Team BMW X-Raid. Er hat seinen Vorsprung auf den zweiten Carlos Sainz heute sogar auf 7 Minuten und 36 Sekunden vergrößert.